Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC hier auf der Pleasant Valley County. Und wir gehen natürlich mit unserer Lieblingsbeschäftigung nach Kaffee dreschen, damit richtig Geld hier aufs Konto kommt. Regen hat aufgehört, wie wir sehen, glaube ich so kurz nach 15 Uhr. Habe sofort eine Zeit auf 1 gemacht, also war glaube ich, oder gegen 15 Uhr hat es aufgehört. Ja, sofort eine Zeit auf 1 und natürlich dann hier erstmal die ganzen Treasure in Gang gebracht. Und natürlich schon wieder Geld ausgegeben. Aktuell sieht es so aus, wir sind hier drüben, also Feld 86 und 84 ist ebenfalls noch gekauft. Ne? Auf 86 ist auch schon hier eine ganze Weile unser Flug unterwegs. Der Kalkstreuer steht auch schon dort hier. Da können wir reinspringen, der steht hier, den hat man nochmal zum Hof geschickt, aber den werde ich erst losschicken, wenn der Flug fertig ist. Obwohl ich jetzt natürlich gesehen habe, wo wir anfangen hier mit Dreschen, unsere letzten drei Felder, Feld 18 braucht dann auch Kalk, aber mit unseren Feldern sind wir ja ganz gut hinterher, so dass wir, denke ich mal, wenn wir jetzt auf 1 spielen, am morgigen Ingame-Tag natürlich auch entsprechend anfangen können mit Ansehen. Ne? Heutigen Ingame-Tag hier oben werden wir das hier weiter verfolgen, dass wir hier vielleicht schon was angesät kriegen, und zwar unser Zuckerrohr hier vorne, halt bei uns aussteigen. Ich habe hier noch nicht weitergemacht, ganz bewusst nicht. Weil so, das ist der Stand immer noch mit Strecke aufzeichnen, den wir gestrige Folge hatten. Zwischendurch ein bisschen was anderes gemacht. Habe auch mit Erschrecken festgestellt, dass schon wieder in der Raffinerie, da müsste man eigentlich auch gleich mal noch was hin organisieren, fällt mir ein, in der Raffinerie fehlt es an Raps. Ist keiner mehr drin. Da steht bloß unser Tankfahrzeug und wir werden ihn hier schicken jetzt zur Dieselproduktion, meine ich. Ne? Wir gucken erstmal noch schnell, wie viel Raps überhaupt noch da ist. 343.000 und 161.000 Sonnenblumen. Da machen wir das folgendermaßen. Wir werden ihn hier einmal von Hand beladen mit Sonnenblumen. Und schicken ihn dann einfach mal hin. Da haben wir 105.000 Liter dort. Ich war jetzt nicht in Osten gucken, wie es dort an der Dieselproduktion aussieht. Ich denke mal ähnlich. Die habe ich ja eigentlich gleichmäßig befüllt gehabt. Wir würden ja jetzt sozusagen, wenn wir jetzt 100.000 Liter Sonnenblumen nehmen und dann nochmal Raps nehmen. Ja, ich kann die nicht durchgängig bedienen. Wir müssen unwahrscheinlich viel Sonnenblumen und Raps anbauen. Also das ist mir jetzt schon fast klar. Ne? Eigentlich, bräuchte man sowas wie Feld 64 wahrscheinlich. Weiß es nicht, keine Ahnung. Also die Felder sind nicht klein, ne? Aber reicht trotzdem hinten und vorne nicht. So, wir machen hier nochmal einen Fahrkurs draus und dann werden wir uns um unsere Überladestation oben weiter kümmern. Dieselproduktion West ausladen. Dort, wir machen mal hier einen Auskippkurs. Könnte sein, ist nicht nur so, den müssen wir wegnehmen. Der steht ja hier in der Gegend rum. Das ist die Dieselproduktion. Unser LKW hin. Achso, hier drüben steht er. Den hatte ich doch hier zum Beladen geschickt und ist da mittlerweile voll. Also hier hatte ich gesehen, also wie gesagt, Raps ist alle, Kompost ist 183.000 Liter am Start. 157.000 Liter Diesel und ist er wenigstens voll? Ne, er ist nicht mehr voll, schade. Achso, er kommt ja hier vorbeigefahren. Können wir ja lassen, tun wir beladen. Diesel müssen wir dann verteilen. Und wie wir sehen, bei unserem Futterwerk Gargill oder wie auch immer das ausspricht, ne, sieht so aus, es ist fertig gebaut. Bauzaun ist weg. Ich weiß nicht, inwiefern wir es noch schaffen mit beliefern. Gehen die Tore ja nicht auf. Nee, das ist kein Tor, das ist Fenster, ne? Okay. Hier vorne sind Tore. Ne? Ja, müssen wir dann gucken. Komme ich jetzt aktuell nicht dazu. Wir müssen erstmal sehen, dass wir dann Abladezone, okay.
Müssen dann gucken, was wir einzeln wo machen können, müssen, sollten. Das wird jetzt nichts, wenn ich mich da auch noch drum kümmern will. Wir müssen erstmal oben noch die Strecke fertig einfahren. Was mich jetzt bloß noch interessiert, wie sieht es hier mit dem Lagerhaus aus? Ja, ebenfalls fertig gebaut. Oh, wahnsinns große Displays dran, weil gab ja am Sonntag das Update 30. Ja. Beziehungsweise habe ich gesehen auf PV County Seite, also PV Mods, ne, auf, ja, PV Mods, so heißt die Seite richtig, gibt's auch wieder neu zusammengestellt, praktisch die Karte, die 1.5.30, glaube ich, aber ich will jetzt nichts Verkehrtes erzählen, müsste ich nachgucken. Es gibt natürlich das Modpack aktuell, komplett aktualisiert, auch zum Update 30, und es gibt natürlich die Assess-Datei, die ich brauche zur Karte. Die drei Dateien sind aktualisiert mit Sonntag-Datum, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist das, was ein Update 30 entspricht. Ne? Kann ich mir alles komplett neu runterladen. Was mich dann natürlich am meisten interessiert, das lassen wir zu, wir machen das ganze Tor auf. Was mich am meisten interessiert, ob ich hier mehr Glück habe, dass ich nicht bloß nur zwei Container auslagern kann, dann, sondern vier. Also wir werden hier auch noch nichts einlagern. Da ist ein Flüssigkeitsbehälter hinten drin, okay. Denn es sind ja die ganzen Früchte noch aktualisiert worden, was in einem Multigewächshaus hergestellt wird. Und zwar, wenn wir mal gucken, hier. Das, was so Pfeffer und dergleichen ist, ne? Ich habe nicht genügend Geld. Schlecht. Ja, das ist hiermit aktualisiert worden. Vorher waren es, glaube ich, bloß zwei Displays, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hier beliefern können. Aber wir wollten hier oben Kurs einfahren weiter. Ich habe jetzt beide Ladewagen hier so platziert. Also der eine steht auf seinem Punkt. Der hat einen Überladepunkt, überladen Saatgut bekommen dort, ne? Dort steht er, ist er hingefahren, ist jetzt zwar aus, weil ich neue Aufnahme gestartet habe auch. So, und dann sieht so aus, dass diese Saatgutschnecken, die haben Kollision, also ich kann, die müssen aneinander vorbeifahren, näher dran komme ich nicht. Und dann, wie wir hier sehen, wenn ich, kriege ich hier eine Maus? Nee. Hier oben tritt ja dann das Saatgut aus, also wir müssen dann unten drunter so ein bisschen schräg drunter durchfahren, dass wir beide Trigger erwischen. Aber so, dass wir hier exakt stehen, das werden wir jetzt auch mit GPS machen. Dazu schalten wir erstmal GPS ein. Ist doch eingeschaltet. Warum sehe ich es nicht? Ach, dort ist es, genau. So, ich brauche natürlich, wie gesagt, ich habe eine neue Aufnahme gestartet. Ich brauche natürlich hier unsere Linien, wie wir sehen, die sind jetzt verschoben, so wird es nicht passen. Die tun wir ausrichten, erstmal genau auf Fahrtlinie. Da haben wir erstmal genau das richtige Muster, wo wir einfahren wollen. Wenn wir das hier auf der Fahrtlinie ausrichten, dann können wir ja einmal den Hänger wegnehmen, weil die Linien ändern sich ja jetzt nicht. Oh, der schafft das ja kaum zu ziehen hier, die 46.000 Liter Dünger. So, und da werden wir von hier hinten kommen, müssen wir ja entsprechend, genau die Linie ist es, die müssen wir einfahren. Und zwar müssen wir die äußere Spur nehmen. Dann werden wir nur entsprechend kurz rumfahren. Das ist mir eigentlich auch jetzt hier zu, müssen wir mal kurz noch was ändern. So, und dann nehmen wir nämlich mal einfach hier so den Punkt und ziehen den hier einfach ein Stück zurück. Versuchen wir mal die Kamera wieder zu drehen. So, wir brauchen, das ist ja jetzt im Grunde genommen, ja, die Linie ist es nicht. Wir müssen erstmal die Aufnahme starten, ist klar. Die ist es auch noch nicht und wir müssen dann auf die nächste Linie müssen wir... Ja, wir müssen noch mal nachbessern am Anfang. Halt, wir müssen natürlich auch GPS einschalten. So, und jetzt ist er ausgerichtet und fährt eigentlich die exakte Spur.
mit dem exakten Abstand, so dass die klappen ja vorm Ziel praktisch ihre Überladerohr aus, wenn die hier ankommen. Und jetzt müssen wir uns bloß überlegen, wie weit wir auseinanderfahren wollen. Wir müssen ja in dem Bereich bleiben, wo das Autodrive erkennt. Also ich habe, glaube ich, 50 Meter eingestellt. Gehen wir mal davon aus, der Trecker hält an. Ja, das sollte hier so... An der Stelle ist das eigentlich recht gut. Das ist dann überladen Dünger. Ich weiß nicht, ob ich mir dazu schreiben müsste, dass es die Anlieferung ist, aber ich denke mal, ich blicke da schon noch durch, weil das schiebt man mitten in die Hilltop-Farm rein, die hier oben ist, in den Ordner. Und wir müssen natürlich dann, es ist ja die äußere Spur, müssen ja vorne rausfahren. Das, was wir hier schon vorbereitet hatten, das binden wir jetzt hier einfach an. So sollte das schon mal passen. So, hinten war es noch nicht optimal. Das werden wir gleich mal ändern noch. Bis hin, dass man vielleicht sogar noch eine zusätzliche Spur machen könnte. Oder beziehungsweise selbe Prinzip könnte man auch mit Kalk machen. Ne? Weil der Kalkstreuer fährt ja momentan zurück zum Hof. Ne? Also das ist... Könnten wir uns theoretisch auch noch ändern. So, das ziehen wir mal hier noch ein Stück weiter vor einfach. Ja, Radius ist ein bisschen, könnte schärfer ums Eck gehen, aber die fahren ja dann hier in die gleiche Richtung, die werden sich schon nicht behindern. So, dann nehmen wir mal hier vorne den Fendt, tun den mal einfach einstellen und sagen ihn, er hat ja jetzt als Zielpunkt, hat er ja immer noch drin Feld 88. Und das machen wir jetzt als Ausladepunkt natürlich hier überladen Dünger. Warum klappt er die nicht ein? So sieht das besser aus. So, und zwar im Standard ist jetzt hier überladen Dünger. Das nehmen wir mal mit runter in. Na toll, wo heißt denn jetzt hingeschmissen? Ne, ist hier oben geblieben, okay. So, und zwar in die Hilltop-Farm muss das rein. Weil Saatgut ist drin. Er kriegt den Punkt Dünger. Und ihn lassen wir mal einfach dorthin fahren. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt ausklappt, aber weil er so nah am Trigger ist, ne? Ja, er wird nochmal einklappen. Und wir organisieren uns jetzt hier vorne unsere Sämaschine, die hier rumsteht. Und müssen natürlich dann noch die Mittelspur machen und dann müsste das theoretisch funktionieren. Die Mittelspur werden wir ohne GPS mit ihnen hier machen. Wie gesagt, wir müssen ja dann so ein bisschen durchzirkulieren, dass wir erst links fahren, dann rechts rüber fahren. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wir werden es auch mit geschlossenem Verdeck hier einmal machen, das Einfahren. Damit wir dann die Möglichkeit haben, hier ihn einmal loszuschicken, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert. Weil wir haben ja, wo wir gestern am Shop ausprobiert haben, haben wir ja gesehen, dass das Saatgut vorne übergeladen wird.
Ach so, er fährt jetzt natürlich auch relativ langsam. Ja, gut. Weil er eben der Meinung ist, er ist schon in Richtung Überladepunkt, ne? Oder Ausladepunkt, aber. Ja, gut, das ist. Eigentlich egal. Dann wie wir jetzt, können wir gleich mal beobachten, ob das hier funktioniert mit unserem Abstand, weil er wird jetzt eigentlich genau, dass die Saatgutschnecke schon ausklappen und dann sollten die sich nicht berühren. Ja, das sieht passend aus. Das passt schon so. Ach so, ihn hier, den müssen wir mal kurz zurückfahren, dass der auch aktiv ist. Nicht, dass wir hier kein Saatgut kriegen dann. Den lassen wir auch nochmal auf den Punkt fahren. So wäre jetzt die Situation, dass die hier Saatgut nachholen. Denk mal, der Saatgut-Überladewagen, der wird öfters zum Hof fahren, als wie der mit dem Dünger. So, brauchen wir natürlich auch Aufnahme. Hier müssen wir jetzt natürlich relativ ordentlich in der Mitte fahren. Um uns dann hier den anderen, den mit dem Saatgut zu nähren. Ich denke mal, so sieht das relativ gut aus. Wie gesagt, es kommt ja nicht ganz von an der Spitze raus und dann lenkt man gleich hier rüber. Dann sollte das hier auch passen, hoffe ich. Dann müssen wir natürlich auch wieder weg. Hoffentlich waren wir jetzt nicht zu nah dran, aber das merkt man, wie gesagt, wenn wir hier einen Durchgang starten. Das Einzige ist, es könnte sein, wenn keiner da ist. Weiß ich nämlich, ob das funktioniert, wenn er dann hier an seinen Überladepunkt steht. Weil hier werden wir jetzt für ihn auch einen Überladepunkt machen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das Ganze hier nenne. Überladen, beladen. Und müssen natürlich hier unsere Strecke fertig fahren. Hinten die Einfahrt müssen wir ein bisschen nachbessern. Das ist nicht so ordentlich geworden. So, und das sollte hier auf der Stelle reichen. Wie gesagt, ich weiß jetzt aktuell nicht bei der ganzen Sache, wenn natürlich die Sämaschine hier wieder herkommt und der Überladewagen mit dem Saatgut weg ist, wird er natürlich vorne an seinen Punkt fahren und wird nicht weiterkommen, ne? Weil er kriegt, weiß ich nicht, aber nee, das ist ja zu weit, steht zu weit drüben. Er kriegt ja dann von der Sämaschine nichts mehr ab, ne? Von Überladewagen. Hier werden wir mal noch einen Punkt dazwischen machen. Einfach damit das ein bisschen runter ums Eck geht hier. Also es geht wieder natürlich Crossplay an. So sollte das reichen. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht, was ich hier mir so denke. Auch möglich. Vielleicht haben auch schon welche die Hände im Kopf zusammengeschlagen und sagen, was macht er da für Blödsinn? Das wird nicht gehen.
Also mit Kalt geht es auf alle Fälle. Cosplay ist momentan noch uninteressant, aber das müssen wir auch gleich machen. Wir müssen hier den entsprechenden Abholkurs einstellen. Unser Ziel ist ja sozusagen Rescherfeld 88. Das wollen wir ja ansehen mit Zuckerrohr. Und wir müssen natürlich hier, jetzt ist noch ein Standardordner, den Überladepunkt nehmen. Und wir haben vorne Dünger. Nee, rechts steht, doch Dünger steht rechts. Das nehmen wir als letzten Punkt. Und da schicken wir ihn mal los. Er fährt zum Überladepunkt, der wird grün, weil er ist ja nicht voll. Da schauen wir mal, ob er Saatgut und Dünger kriegt oder ob wir irgendwo noch nachbessern müssen, dass wir nicht richtig drunter gefahren sind. Oh, wir haben ja dort einen Haken geschlagen, das habe ich gar nicht gesehen. So, auf jeden Fall erkennt er erstmal, also ja gut, er kommt an seinen Überladepunkt, ist klar, deshalb macht er langsam. Jetzt hoffe ich, dass wir hier Saatgut bekommen oder müssen wir noch weiter rüber? Saatgut ist vorne drin. Also das kriegen wir schon mal. Er hält auch an, er erkennt das. Wir sind auch schön mittig, also das passt soweit. Auch wenn das jetzt hier so ein bisschen hakelig aussieht, vielleicht setze ich da noch einen Punkt dazwischen, mal sehen. Wie gesagt, ich weiß eben nicht, wenn der fort ist, der Überladewagen mit Saatgut, was dann passiert. Oder wir müssen einen zweiten dahinter stellen. Dann hätten wir auch wirklich bald die Farm kaufen können, was wir hier an Gerätschaften investieren dann. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus, möchte ich meinen. Er hält nur zu spät an. Das ist noch nicht optimal. Warum hält er jetzt so spät an? Weil er jetzt einen Punkt erreicht hat. Er hat jetzt auf den Dünger nicht reagiert. Muss jetzt der Punkt weiter vor? Oder muss der Punkt weiter hinter? Wir machen mal eins. Wir löschen mal den hier raus, weil ich möchte jetzt eigentlich an der Strecke nichts ändern. Was passiert da mit seinem Punkt? Oh, er behält sogar den Text drin stehen. Das macht mir ja so ein bisschen Angst. Wir fahren mal hier noch ein Stück vor. Wir nehmen mal den vorne. Und sagen mal jetzt hier überladen. So, er müsste theoretisch ja nochmal hier ganz regulär halt. Das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen natürlich den Punkt neu laden. Er müsste ja ganz regulär das oder als grünen Punkt anfahren. Das ist erstmal soweit richtig, weil er hat ja noch nicht genug Dünger drin. Wenn das Saatgut kriegt er jetzt keins, ist klar. Aber das funktioniert ja auch soweit erstmal. Wobei man eigentlich... Ja gut, man hat gesehen, er hat nichts bekommen, er bleibt dann eben am Punkt stehen. Also es ist schon ein gewisses Risiko, wenn kein Abfahrer da ist, wird das Ganze ins Stocken geraten. Oder das Ganze gerade der Düngerpunkt weiter hinter müsste. Wie gesagt, da auch die Saatgutschnecken Kollision haben, kann ich sie leider nicht zusammenlegen auf einen Punkt. Ne? Weiß nicht, ob es auch ohne Saatgutschnecke gegangen wäre. So, ihr kriegt doch nichts, das ist klar. Er fährt hier auch weiter, das passt so nicht. Das müssen wir anders machen.
Wir nehmen wieder den ersten Punkt. Den löschen wir wieder raus. Wir nehmen wieder den hier. So, den kriegt er natürlich erstmal hier reingeschrieben wieder. Und dann haben wir, wie weit haben wir vorhin? Zu weit vorn gestanden. Rund, würde ich meinen, 1/2 Fachlänge, oder? Von der Sämaschine, wenn wir den Punkt hierher schieben. Das können wir jetzt echt mal ausprobieren, dass wir so machen, dass er genau an dem Punkt anhält und sozusagen seinen Dünger kriegt. Warum er jetzt beim Dünger drüber fährt, das verstehe ich nicht so richtig. Saatgut erkennt er ja, ne? Halt, können wir nochmal entlassen. Wir kürzen mal hier ab. Denn das kriegt man ja in der Folge auch schon wieder nicht hin hier. Wie gesagt, wenn, dann müsste es so sein, dass also wenn Cosplay an ist und Auto treibt, kriege ich eben keine Maus hier. Wenn, dann müsste es ja so sein, dass wenigstens die Sämaschine vollgeladen wird, denn sonst funktioniert es nicht. Wir müssen das Ganze dann nochmal ohne Saatgutschnecke probieren, aber da wüsste ich nicht, ob die Überladewagen dann praktisch die Sämaschine bedienen. Na, es könnte sein, wir haben jetzt den Punkt zu weit hinten, oder? Ne, das sieht ganz gut aus. So funktioniert der ganze Fall. Und wenn er voll ist, warum fährt er jetzt schon bei 55% ab? Das erschließt sich mir jetzt auch nicht. Weil sonst belädt er sich ja auch zu 100%. Fährt er jetzt hier so rum raus? Habe ich das falsche Feld eingestellt? Ne, 88. Boah, wo will denn er jetzt hin? Vorne kein Abzweig eingefahren. Alles möglich, ne? Also Thresher 88 hat er ja auch hier eingestellt. Also bis hierher muss es funktionieren. Rechts rum sollte eigentlich auch funktionieren, oder? Sieht theoretisch gut aus. Aber hier ist auch Strecke eingefahren. Der Fehler muss hier am Abzweig liegen. Habe ich denn hier was verkehrt gemacht?
Ach, hier vorne ist wieder ein Stück Blau dazwischen. Das ist doch hier, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber ich würde sagen, das ist hellblau statt grün. Das heißt Rückwärtsstrecke und da würde er nicht damit klarkommen. Ich sag, stutzig macht mich jetzt nur, weil er die Sehmaschine nicht voll lädt. Jetzt biegt er auch rechts rum ab, also jetzt passt das hier. Können wir ihn erstmal hier gleich wieder rausnehmen. Ja, wir haben heute hier die ganze Folge ja schon wieder rum. Ne? Ja, muss ich mal gucken. Ich weiß eben nicht. Aber das habe ich ja noch nie verstellt bei einer Sehmaschine, dass ich das beladen bis auf oder 85% stehen. Ich meine, es könnte natürlich insgesamt, von der insgesamten Summe, so bei 155, nee, 85 würde ich meinen, in Summe gesehen. Ja gut, egal, er kriegt dann hier einen Kurs, um Zuckerrohr anzusehen. Er wird eh schnell leer sein, kann ich dann nochmal beobachten, aber... Folge ist für heute rum und ja, gucken wir mal, wie weiter dann hier morgen sind mit unserem Zuckerrohr oder ich weiß nicht, ob wir noch eine Folge machen am heutigen Ingame-Tag, aber ich denke mal schon, wenn wir hier bloß Zeit 1 spielen. Und ja, dann ist ja natürlich dann schon morgen wieder Freitag, also Wochenende in Sicht. Ne? Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen Freitag 16 Uhr geht's ja weiter. Bis dahin und tschüss.